Herzlich willkommen bei Plätti Markets TV. Heute wieder mit einem neuen Gast, der Sascha ist mit dabei. Bevor wir in seine Themenwelt einsteigen, Sascha, stell dich erstmal vor, bitte. Hallo, ich bin Sascha Gräser, ich bin der Product Owner vom Team Item und uns kennt ihr von solchen Sachen wie Artikeldatenpflege natürlich, aber auch der Änderungshistorie der neuen und auch Eigenschaften ist auch ein Thema, was wir seit ein paar Monaten jetzt betreuen. Und im Moment, unser aktuelles Projekt ist die neue Artikel-UI. Neue Artikel-UI, lass uns da mal tiefer einsteigen. Es hat ja einige Zeit gebraucht, dass er jetzt wirklich anfängt, intensiv an der neuen Artikel-UI zu arbeiten. Es ist ein herausforderndes Thema, aber bevor wir da richtig tief uns die Neuerungen mal erklären lassen, die ihr bringt, erklär uns doch erstmal euer Anspruch, eure Vision. Warum eine neue Artikel-UI? Ja, also am Anfang des ganzen Projektes und damit meine ich vor 1,5, 2 Jahren, entstand im Prinzip die Erkenntnis, die Artikeldatenpflege ist viel zu komplex, sowohl für die Bestandskunden, die wir haben, also für euch Händler, als auch für die Neukunden, die wir gerne akquirieren möchten. Weswegen wir uns gedacht haben, wir müssen das vereinfachen mit State-of-the-Art-Komponenten natürlich, was im Wesentlichen bedeutet, von Google vorgeschlagenes Material Design zu verwenden. Und auf der anderen Seite natürlich, dass nicht jeder Händler gleich arbeitet. Das heißt, gibt vielleicht bestimmte Arbeitsteilung bei den Händlern. Die einen machen nur Artikel, Textpflege, die nächsten machen die Preise. Und mit der Individualisierbarkeit, dieser zweite Grundgedanke der Artikel-UI, wollen wir die Möglichkeit geben, dass ihr eure Masken zur Bearbeitung von Artikeln genau auf eure Workflows anpassen könnt. Lass uns mal das Thema Komplexität etwas beackern. Die Komplexität ergibt sich ja dadurch, dass wir eben nicht nur einen einfachen Online-Shop haben, sondern dass wir auch die Artikeldaten brauchen für die verschiedenen Vertriebskanäle, also die Marktplätze. Und dort braucht es halt unterschiedliche Arten von Informationen und die müssen eben alle oder sollen natürlich alle zentral verwaltet werden können. Deswegen haben wir einfach sehr viele Datenfelder und da gibt es noch Vererbungsthemen. Also der Grund für die Komplexität ist ja die Fülle an Daten, die wir einfach den Händler verwaltbar machen müssen. Und Frage natürlich, wie machen wir das oder wie macht ihr das jetzt einfacher? Die Veränderbarkeit der UI, okay, verstehe ich. Wenn ich Dinge nicht bearbeiten möchte, schmeiße ich die Felder halt raus, habe eine weniger überbordende UI. Aber was ist sonst noch einfacher? Warum soll die oder warum schafft ihr es in der neuen UI, dass die Bearbeitung von Artikeldaten einfacher wird? Ja, dazu muss man wissen, dass wir natürlich nicht einfach nur dahergehen und Dinge von A nach B kopieren, das in der neuen UI genauso aussieht wie in der alten, sondern wir haben ja auch ein komplett neues Navigationskonzept, wie so ein Artikel oder eine Variantenbearbeitungsseite aufgebaut ist. Im Moment in der bestehenden Artikel-UI ist es ja Tab-basiert und dann gibt es dann Tabs in Tabs und irgendwo verstecken sich da Felder und man hat irgendwo 1 bis 3 Speicherknöpfchen. In der neuen UI ist das Ganze systematischer aufgearbeitet mit Dingen, die das Team Terra in langer Zeit für uns und auch an weitere UIs entwickelt hatten, die jetzt hier zusammenkommen. Das heißt, die ganze Art und Weise, wie wir euch die Artikeldaten zur Pflege präsentieren, ist anders aufgebaut. Und wenn ihr das dann live seht oder schon ausprobiert habt, vielleicht, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Okay, also ein bisschen Motivation machen, das Ganze selbst auszuprobieren, das ist sehr gut. Du hast das Stichwort Terra genannt. Terra hat ja technische Basiskomponenten geschaffen. Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen? Wie war der Prozess der Planung? Wie wusstet ihr, ja, wie das Baby später aussehen soll? Wir haben zu Anfang einen Prototypen gebaut, so nenne ich das mal, um einfach zu schauen, was so die technischen Möglichkeiten sind, wenn man in Angular sich ein bisschen umschaut. Wir haben natürlich auch von Konkurrenten ein wenig geschaut, wie die das so machen, aber die haben natürlich nicht bei weitem so ein komplexes Datenmodell, wie wir haben bei den Artikeldaten. Und zusammen mit einer neu gegründeten, nicht Zelle, aber Unterzelle, so könnte man das nennen, vom Team Terra, die sich, was neu für Plenty Markets ist, nur mit Mockups beschäftigen und UX, also User Experience Workflows, haben wir da seit ungefähr 1,5 Jahren im Prinzip dran gearbeitet, iteriert, verfeinert und geschaut, was rauszuholen ist. Und dann, als wir die Abstimmung hatten zwischen Team Terra, ein paar anderen Teams und natürlich uns als Hauptabnehmer davon für die neue Artikel UI, sind wir dann in die Entwicklung gestartet.
Aber wie ist das Thema Kundenfeedback bisher integriert worden? Ihr habt ja sicherlich nicht nur im Elfenbeinturm allein vor euch hin überlegt, sondern habt sicherlich auch Marktfeedback abgeholt. Du hast das Thema Konkurrenzprodukte, also wie machen das eigentlich andere? Gibt es da Ideen, die wir übernehmen können, die wir besser machen können, die wir weiterentwickeln können? Aber was ist mit den Händlern selber? Ja, zum einen haben wir bisher natürlich das öffentliche Review genutzt, und wenn wir dann was für die neue Artikel-UI zu zeigen hatten, haben wir das dann auch gezeigt. Und das ist ja wirklich öffentlich im Sinn, jeder Händler kann teilnehmen, wir haben da keine Zugangssperre oder so, man muss nur ins Forum gucken und sieht, wann Team-Item das Review hat. Und das Zweite ist, dass wir ja eine geschlossene Beta veranstalten. Die geschlossene Beta werden wir Händler einladen mitzumachen. Wir müssen natürlich aufpassen, dass es nicht zu viele werden, weil wir wollen natürlich in Meetings separaten Feedback von diesen Händlern haben, während wir die UI entwickeln. Weil wenn es zu viele werden, dann kommt nicht jeder zu Wort und wir haben auch viel zu viel Feedback, als wir damit sinnvoll umgehen könnten. Das heißt, einerseits öffentliche Reviews, um an Feedback der Community, unserer Kunden halt zu kommen, und dann das Zweite, die geschlossene Beta, wo wir dann regelmäßiger das Ganze veranstalten, während wir die UI zusammen mit diesem Feedback weiterentwickeln. Sehr gut, aber dadurch, dass ihr ja die Individualisierbarkeit habt, also das Thema MyView integriert in die neue Item-UI, ist ja jeder Händler in die Lage versetzt, seine individuelle UI, die er sich wünscht, zusammenzubauen. Ist das nicht ein Widerspruch zum Thema Feedback sammeln oder sammelt ihr Feedback zu grundsätzlichen Themen? Natürlich auch zu grundsätzlichen Themen. Ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben eine MyView, also man möchte sich jetzt seine Artikelansicht anlegen und möchte jetzt die Verkaufspreiskomponente da drin haben. Das ist natürlich die Frage, im Moment, in der bestehenden UI haben wir sowas wie Nettopreise anzeigen lassen, obwohl ja auf Datenbankseiten nur Bruttopreise gespeichert werden. Viele möchten das vielleicht nicht. Das heißt, für uns geht es da, bei diesem Feedback rauszufinden, am Beispiel jetzt etwa der Verkaufspreiskomponente. Machen wir das als Setting, als Einstellung verfügbar, Nettopreise daneben anzeigen oder irgendwie anders, machen wir es nicht verfügbar. Wie geht Ihr anderes Beispiel mit unserem Vorschlag, wie wir Vererbung in Zukunft handhaben wollen in der UI um und all solche Geschichten? Also es ist wirklich Workflow-Geschichten und bloß weil man Dinge hin und her schieben kann, ja, was ja normal wieder der Fall ist, müssen wir natürlich wissen, ob das, was man da hat und hier oder da oder da oder platzieren kann in verschiedenen Größen, was man da dran vielleicht noch als Setting einstellbar machen möchte, um das vielleicht zu reduzieren, nochmal den Informationsgehalt oder doch ein bisschen aufzublasen. Also da gibt es einige Fragen, wo wir tatsächlich auf Händlerfeedback angewiesen sind, weil ansonsten geben wir das wieder vor und machen niemanden damit glücklich. Ja, absolut. Während du jetzt erzählt hast, lassen wir, glaube ich, mal ein Video ablaufen, wie man sich über die MyView so eine Item-UI zusammenklicken kann, damit man auch eine Vorstellung hat, was es eigentlich bedeutet. Aber ich glaube, es ist für einen externen Zuhörer, der nicht bei euch im Team arbeitet, total schwer nachvollziehbar, was ihr eigentlich 1,5 Jahre vor jetzt, wo ihr euch in der Entwicklung befindet, seit einigen Wochen, was ihr überhaupt gemacht habt. Vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, was da wirklich passiert ist in der Zusammenarbeit von deinem Team und dem Team Terra. Ja, also das Team Terra oder Plenty Markets insgesamt, die UI, die ihr präsentiert bekommt, sei es die Artikel-UI oder ähnliches, ist im Moment ja ein Technologiemix von alt, was kaum noch angefasst wird, weil die Technologie tot ist. Und neu, was diese Angular-UIs sind, von der wir immer reden, die auch weiter gepflegt und weiterentwickelt werden können. Wenn man jetzt nicht in einem Team arbeitet, Sascha, oder generell nicht bei Plenty arbeitet, kann man sich vielleicht schwer vorstellen, was man 1,5 Jahre, bevor man wirklich in die Entwicklung geht, gemacht hat. Also jetzt seid ihr seit einigen Wochen in der Umsetzung der Item-UI und du meintest eben, ihr seid seit 1,5 Jahren mit Terra dran. Was habt ihr da eigentlich gemacht? Ja, also wie ich vorhin bereits erwähnt hatte, wir haben grundsätzlich das Navigationskonzept neu gedacht, zusammen mit dem Team Terra. Und das bedeutet, dass die Tabs in Tabs abgelöst werden müssen durch etwas anderes. Nun brauchen wir natürlich irgendeine Systematik und da haben wir auch was gefunden, das nennen wir Seitennavigation, zuerst in Mockups. Und Team Terra wiederum hat das Ganze implementiert und es gibt auch hier und da schon eine kleinere UI, die das tatsächlich verwendet. Dann natürlich der Riesenberg der MyView. Wie soll denn eine konfigurierbare UI aussehen? Und vor allem, wie muss das aussehen, sodass es nicht nur von Team Item verwendet werden kann, sondern von anderen Masken auch? Und wenn ihr BI zum Beispiel die Dashboard-Konfiguration euch angeschaut habt, da werden genau diese Grundfunktionalität, die Team Terra gebaut hat,
verwendet. Die werden wir auch verwenden und es werden weitere Masken in Plenty folgen, wo das auch der Fall sein wird. Und die Zeit, die man dort braucht und sich nehmen muss, ist tatsächlich immer wieder anschauen, wie stellen wir uns das vor, Mockups machen, klickbare Prototypen und dann gemeinsam entscheiden, ob das der Weg ist, den wir gehen wollen, bevor es wirklich ausbuchstabiert und entwickelt wird. Das dauert Zeit, aber das Ergebnis dann ist wiederverwendbarer und ist dann auch einfach besser, als wenn man sich einfach, was ja auch immer mal vorgekommen ist, einfach eine neue UI dann gebaut wird, schnell und plötzlich hat man hier und da verschiedene UIs, die halt relativ schnell entstanden sind. Aber es gibt halt auch kein Gesamtkonzept dann über diese Masken unbedingt. Während wenn man sich Zeit nimmt, wie mit dieser Konfigurierbarkeit, dieser MyView, Individualisierbarkeit der Masken oder der Seitennavigation, das neue systematische Navigationskonzept für UIs, wenn man solche Dinge hat oder wie die neue Tabelle aussehen soll, wie Filterpresets funktionieren sollen oder wie die neuen Filter aussehen sollen, übergreifend über mehrere UIs, wenn man sich da Zeit nimmt, dann hat man etwas, was man in der Software allgemein verwenden kann. Sehr gut. Das heißt, ihr habt letzten Endes auch den Grundstein gelegt, dass andere UIs sich jetzt auf den Weg machen, die Komponenten, die ihr zusammen mit Terra entwickelt habt, in ihren UIs einzubauen oder eben ihre UI zu ersetzen. Ich denke, ein Beispiel, du hast jetzt das Dashboard genannt von BI, aber ich glaube auch die Contact UI basiert 1:1 auf dem, was ihr mit Terra erschaffen habt. Die Order UI übernimmt da schon Dinge. Das heißt, die Dinge des täglichen Lebens, der täglichen Arbeit in Plenty werden dann sukzessive nach diesem Konzept umgesetzt sein. Das ist gut. Sascha, gib uns noch was mit auf den Weg. Das Jahr ist ja noch nicht so ganz vorbei. Was erwartet uns jetzt als nächstes? Geschlossene Beta läuft. Wie lange wird die noch laufen? Wann plant ihr eine offene Beta, wo jeder reinschauen kann? Gibt es da schon eine Meinung? Nicht wirklich, muss ich offen sagen, weil die Artikel-UI ist nun mal komplex und wir beginnen damit natürlich die Artikelbearbeitungsseite mit der Community in der geschlossenen Beta fertigzustellen, um uns dann um die Variantenseite zu kümmern. Die Variantenbearbeitungsseiten sind natürlich noch aufwendiger und da haben wir noch keine klare Schätzung, wie lange das dauert, aber es wird Monate dauern, das auf jeden Fall. Und unser Plan ist, das können wir zumindest schon sagen, auch wenn wir nicht genau den Zeithorizont sagen können, wann wir in die offene Beta gehen, dass, wenn wir in die offene Beta gehen, man grundsätzlich alle Daten pflegen können soll, wie in der bestehenden Artikel-UI auch, mit allen Verbesserungen, die es dann natürlich schon geben wird, und dass diese UI dann auch erstmal parallel zur bestehenden betrieben wird, weil unseren Kunden fallen natürlich immer noch mehr Dinge auf, die wir vielleicht übersehen haben, wo man nochmal nachbessern muss. Und da wäre es blöd, wenn wir die neue einfach releasen und die alte dann weg wäre. Absolut, aber dann würde ich vorschlagen, wir sehen uns hier an dieser Stelle spätestens dann wieder, sobald ihr am Ende der geschlossenen Beta seid und es quasi der Übergang gibt, dass jeder endlich die neue Item-UI anfassen kann und verwenden kann und du an der Stelle nochmal berichten kannst, was sich im Weg von Closed Beta zu Public Beta vielleicht noch verändert hat an eurer Vision oder an euren Zielen. Ja, bis hierhin erstmal vielen Dank, Sascha. Und euch auch vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss durchgehalten habt. Und bald gibt es ein weiteres Video, wieder einen PO-Gast, wo wir hinter die Fassade ein bisschen schauen, uns mal die jeweilige Vision des jeweiligen POs dann anhören dürfen. Ich hoffe, es interessiert euch.